Sammeln mal weiter bei Tops Kick. Haben auch ein bisschen was gecraftet. So, gucken wir gerade, was es Neues gibt. Scheinbar doch. UCL Action Figures. Die gibt's doch. Die wurden doch vor ein paar Tagen schon mal angekündigt. Warum werden die jetzt hier nochmal genannt? Das ist jetzt wieder andere oder? Die haben das, glaube ich, einfach nochmal hochgepusht. Außer im MLS Editor's Choice Sergio Cordova. So. Wir schnappen uns erstmal die Mystery Box. Julian Araujo. Fällt mir auch auf, das ist im Englischen ja genauso unsinnig, ist eine Sporttasche als eine Box zu bezeichnen. So, Tate Schmidt Silber, nicht schlecht. Dann einige Duplikate, aber wir wissen ja jetzt, dass wir die in der Werkbank da einsetzen können, während sich der Tier 1 Weiß schon relativ gut füllt. Bisschen Geld aber auch noch, da wir da nicht mehr so viel haben. Dann können wir jetzt vielleicht nicht mehr immer so wild einkaufen in jedem Part. Aber gucken wir mal, was hier in der Arcade warum kommt. Da kann man auch nochmal eine Finanzspritze erhalten quasi. Und das ist auch der Fall. 1000 Münzen. Und Steven Biermann, den haben wir allerdings schon. Ein Bronze nach Jorginho. Jorginho. So, dann gehen wir mal in die Craft Bank. Manchmal sieht man vorher immer. Oh, da ist ein Danilo Soares. Sehr schön. Welches Material man vorher bekommt, das weiß man ja schon. Teilweise. Ich blicke auch nicht mehr durch, weil es der Unterschied zwischen Star Wars und Tops hier ist. Bei manchen sieht man vorher, was man bekommt, hier aber scheinbar nicht. Das finde ich ja eigentlich besser so. Größe, ein Bronzener Marvin Friedrich. Gut. Silberner Lee Schaub. Gut. Dann craften wir mal weiter. Und hier sieht man ja auch wenigstens im ersten Blick, wie viel man hat. Das ist hier besser gemacht als bei der Star Wars App. Die App sich ja im Aufbau so weiter ja eigentlich fast komplett gleichen. Mal, dass sie nach dem Schema auch bald mal eine WWE-App machen. Die haben ja jetzt die auch übernommen. Die Panini-App gefiel mir nämlich nicht so. Das mit NBA. Was ist denn Craft? Tier 6 Craft? Da kann man Gold nochmal steigern. Aber Gold haben wir sowieso so wenige. So, dann kaufen wir mal ein bisschen. Bringen wir uns mal jetzt finanziell an den Rand, an die Grenze. Kaufen wir mal 10, falls machbar. Actionfiguren. Kamera. Christiansen. Muss ich jetzt vielleicht mal öfters am Tag reinschauen. Lukaku und Gravenberg. Dann Champions League Base Set. Kommen wir jetzt aber vielleicht auch ein bisschen in die günstigeren. So, Gravenberg, Silber, sehr schön. Tadic. Ein goldener Lemar. Manchmal kommt ein Feuerwerk, manchmal nicht. Paul, Craft is complete. Ja, komm her schon. Zwei Missionen erfüllt, das ist auch schon mal gut. Können wir nochmal 2500 Münzen abgreifen. Unisivo, auch neu. Gut. Das wird ja echt Zufall sein, was man, wen man hier bekommt. So, dann kaufen wir mal weiter. Im Bundesliga-Shop, Top 11 of the Year. Kugawa, Bielefeld. Die Duplikate, ja. Aber wissen wir ja, was wir mit denen jetzt machen. Dann ein normales Bundesliga-Set. Die Eichenabbrauch, Haltbarkeitsdatum. Schlotterbeck. Nachrichtigung nerven, aber. Oh Mann, jetzt sind wir raus aus dem Paket. Sehe ich nicht, wen ich gerade bekommen habe. In diesen scheiß Benachrichtigungen. Sollen wir nochmal gucken hier. Recently collected. Jetzt ja, den haben wir gerade gezogen. Wir haben noch gerade gar keinen. 860 gibt es davon auf der Welt. Recently collected.
Ich will die Recently Collected sehen, die wir da gerade aus dem Päckchen geholt haben. Nicht nur die Superstars. Ja, das ist aber geordnet nach Date Acquired. Naja, können wir jetzt nicht sehen, wen wir bekommen haben, oder wir können es sehen, es ist aber zu umständlich. Da habe ich jetzt keinen Bock, ewig nachzusuchen. Wenn es irgendwer Besonderes ist, werden wir es ja irgendwann anders noch sehen. Die Actionfigur wird es ja nicht sein. Kann er hier das sein? Nein, es ist kein Bundesligaspieler. Ah nein, es wurmt mich jetzt doch, wenn ich es nicht sehe, wer. Date acquired. Ich weiß jetzt aber auch nicht auswendig, wen wir alles schon hatten. Ist auch kein Bundesligaspieler. Tier 6, ho. Kommt man da denn dran? Naja, wird jetzt wohl, glaube ich, niemand super krass Besonderes bei gewesen sein. So, wen kriegen wir jetzt hier? Kosunu. Leverkusen. Leider schon. Old School. Das ist relativ viele Aktionen abgelaufen, glaube ich, oder so. Price ist neu. Fuchs, Christian Fuchs, den nehme ich doch gerne. Zwei neue zumindest. Sergio Cordova. Bravo, Claudio Bravo. Wie viele Spieler gibt es denn eigentlich von jedem Verein? Die wiederholen sich ja schon relativ häufig, dadurch, dass es die halt in zig verschiedenen Materialien gibt. Spieler gibt es in verschiedenen Materialien, wie sieht das an? So, MLS gibt es gerade nicht mal die große Variation. Ist die Saison vorbei oder was? Ist hier Kaskia. Zumindest zwei neue. Ja. Diese Benachrichtigung muss ich mal dringend ausschalten. Die machen einen Wahnsinn. Fissart. Kadetski. Rüber. Schön. Wenn wir keine Duplikate haben, dann setze ich die ja nicht an. Oder gelten die dann immer noch als Teil meiner Sammlung, wenn ich die mal hatte, aber jetzt nicht mehr habe? Nee, die ich nicht doppelt habe, die will ich nicht verlieren. So. Wir kaufen mal noch ein Actionfiguren-Set. Großer Actionfiguren-Fan. Fußball-Actionfiguren hatte ich, glaube ich, noch nie gehabt. Das ist nicht so eine Sache hier in Deutschland. Dumfries, mein. Oh, da scheint eine Actionfigur zu kommen. Neuer, generell nur neuer Karten. Da haben wir Yannick Carrasco. War der nicht schon? Nein, war nicht. Sehr schön. Jetzt ein bisschen den Überblick. Das war ein sehr gutes Pack. Da nehmen wir direkt noch eins von. Dass sich die tollen Karten da schon ankündigen. Das ist ja bei anderen Sammelkarten auch so. Digitalen zumindest. So, dann claimen wir mal. Mittelstädt. Kubakio.
Kaufen wir mal noch eins, dann sind wir auch fertig. Russell, Venoso und ein paar Duplikate. Schon 75% hier voll. Das kriegt man denn, wenn man komplett voll hat, wahrscheinlich ziemlich viele Münzen. Ja gut, ganz nett. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Tschüss, bis dann.